grüß euch. Ich möchte heute ein paar Worte verlieren über den Alpengipfel, der in der Wildschönau am 24. Mai stattgefunden hat. Da waren sehr, sehr viele aus der Prominenz, Politik, Wissenschaftler und. Dabei es waren auch sehr viele Vereine, die Weidezone Tirol, Save the Alps, Alm, also sehr, sehr, sehr viele. Und unter anderem war auch der Rosberg, Max Rosberg. Er ist ja von Europa Wellness Sochi, er ist auch von Livestock Project der Chef und von vielen mehr. Er ist auch Gutachter vom Rewilding, wo es zugelassen wird und. Und er hat da eine Aussage gemacht, wenn man die so hören würde, also wenn das jemand hören würde, dann würde jeder sagen, das ist KI generiert, weil das kann man von Max nicht hören. Und er hat nämlich ausgesagt, dass Herdenschutz und die ganze Sache nicht möglich ist, nicht finanzierbar ist. Also da haben wir ein paar Bilder dazu. Und zwar erstens mal Herdenschutz, er hat 500 Hektar bisher. Wie soll man da Herdenschutz machen? Das ist die erste Frage. Und dann vor allem, wie soll das finanziert werden? Ist der Herdenschutz zu Ende gedacht überhaupt? Wie soll man das finanzieren? Millionen kostet der Herdenschutz. Wenn man schaut in diesen Projekten, pro Schaf kostet der Herdenschutz mehr, wie das ganze Schaf wert ist. Ich meine, da muss man irgendwo muss man auf den Boden zurück. Wie macht man das mit 20 Bauern, mit 20 Schaf? Wie das funktioniert? Also es funktioniert keine Herdenschutzmöglichkeit. Und zu den Herdenschutzprojekten möchte ich noch sagen, die dienen, hier haben sie angeschaut, die drei, die dienen genau ein paar Bauern, damit sie Hirten bezahlt bekommen von der öffentlichen Hand. Und das muss nicht sein, dass wir von Steuergeldern in Hirten bezahlt bekommen. Da schenken wir dann trotzdem. Also wir müssen uns vor allen Dingen von einer Idee verabschieden, dass Herdenschutz nur Zäune, nur Hunde oder Behörden ist. Selbst das, was du gesagt hast, eine Behörtung, ich glaube, da tun wir den Begriff Herdenschutz, das ist einfach so ein negativ besetzter Begriff mittlerweile. Aber sogar Behörtung ist der erste Schritt in dieser Richtung. Was genau auf den individuellen Almen möglich ist und was nicht möglich ist, das kann man nicht und sollte man erst recht nicht von oben runter diktieren. Das geht gar nicht. Das hängt von der Anzahl der Tiere ab, das hängt von dem Gesundheitszustand ab. Das hängt davon ab, wie genau die Fläche aussieht. Gibt es da überhaupt die Möglichkeit, wie du gesagt hast, der Nachtfärche, gibt es die überhaupt? Wenn es die nicht gibt, dann haben wir ein Riesenproblem, können wir vergessen. Denn der Hirte kann nachts nicht bei den Tieren bleiben. Schon ist das Thema Herdenschutz da eigentlich fast erledigt. Aber es hilft ja nicht nur eine Fläche, sondern zwei, drei. Und du merkst schon, ich fange an, das ist so ein komplexes Thema, aber wir müssen anfangen, durch solche Projekte wie in Tirol Erfahrung zu sammeln. Aus Fehlern zu lernen. Die Tiergesundheit ist ein Riesenproblem. Können wir es in den Griff bekommen? Wenn ja, wie? Wenn wir es nicht in den Griff bekommen, was dann? Das heißt, wir stehen wirklich erst am Anfang. Und dieser Anfang wird leider, weil diese Problematik auf der europäischen Ebene so gewaltig ist, jetzt immer drängender, weil uns die Zeit davon läuft. Uns läuft die Zeit davon. Denn wenn das jetzt noch, die Kristallkugel gibt es halt nicht, haben wir ja von Ihnen gehört, wenn das jetzt noch 5 Jahre dauert mit dem Schutzstatus und die Generalanwältin auf einmal von oben diese Ankündigung runterlässt, ja mein Gott, können wir noch 5 Jahre warten mit, naja, wir reden, anstelle, dass wir einfach mal probieren. Es gibt, glaube ich, einen sehr guten Spruch, den ich mal gehört habe. Geht nicht, geht so lange nicht, bis es einer macht, der nicht wusste, dass es nicht geht. Und jetzt wärst du jetzt dazu, dass dieser ewig lang wirklich, bis da irgendeine Änderung gibt, dann muss ich sagen, da müssen wir halt einfach zum Selbstschutz ausrücken und die entsprechenden Maßnahmen setzen. Danke. Hallo! Was so am besten Erlebnis war, dass der Max Rosberg am Podium war, bisher bekannt als Verfechter für Herdenschutzmaßnahmen, bekannt durch seine Livestock-Projekte. Der hat heute vor
da vor versammeltem Publikum, und es waren ungefähr 150 wirklich hochrangige Vertreter von Regionen, von Freizeit und Tourismus und so weiter hier, Politiker waren hier, und er hat vor allen Leuten versammelt gesagt, Herdenschutz ist großteils nicht machbar, nicht finanzierbar und für das Tierwohl, fürs Tierleid extrem problematisch. Also das war für alle faszinierend und völlig überraschend, seine Aussage. Das ist ja eine 180, oder wie unsere Außenministerin sagen würde, eine 360 Grad. Er hat sich ja vorhin in der 90 Grad gedreht. Der Primarhandel ist genau das Problem für die Landwirtschaft. Primarhandel, die reden davon, landwirtschaftliche Flächen, die reden von Enteignung, Bison und all diese verrückten Dinge. Das hat nichts mit dem, für was wir machen, zu tun. Genau. Da sind zwei völlig verschiedene Welten. Sie sind sogar auf EU-Ebene die absoluten Gegenspieler, denn wir treten gegen Natura 2000 ein. Denn Natura 2000 widerspricht Wildnis. Aber das bedarf natürlich Diskussion, Auseinandersetzen, mal hinsetzen und nicht nur über Facebook und sonst was die Informationen aufnehmen. Das ist schwierig. Das verstehe ich hundertprozentig. Weil es ein sehr emotionales Thema ist. Und damit habe ich Ihre Frage schon beantwortet. Primarhandel ist ein völlig anderes Thema, wird mit Sponsorgeldern der Wirtschaft wahnsinnig hochgepusht. Da gehen sie von Safari aus. Da werden landwirtschaftliche Flächen in Deutschland, 50 Millionen Euro sind zur Verfügung gestellt worden, um landwirtschaftliche Flächen aufzukaufen. Diese Flächen werden aber nie Wildnis. Rosberg hat hier bestätigt, das waren Lernprojekte, Lerneffekte, und er ist auch zum Schluss gekommen durch diese Projekte, die ja mehr oder weniger alle erledigt sind, dass er festgestellt hat, Erdenschutz ist nicht möglich, die Tiere magern ab, die Tiere bekommen Krankheiten, und es ist fürs Tierwohl ein Riesenproblem, Erdenschutzmaßnahmen auch für den Tourismus, es ist nicht machbar. Er hat es selber anscheinend anerkannt, aber ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt, ob er nicht bei der nächsten Veranstaltung, und das hat man ihm ja auch vorgeworfen, dass er möglicherweise bei der nächsten Veranstaltung wieder ganz was anderes sagt. Das ist typisch Rosberg. Okay. Er hat zugegeben, dass die Wölfe einfach über den Zaun springen und es gibt keine so hohe Zäune.